Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode von Oxygen Not Included. Es gab ein größeres Update, ein paar Bugfixes und so weiter und so fort. Also als neue Ressource gibt es Öl und der Tech-Tree wurde auch verändert. Und deswegen habe ich gedacht, wir fangen einfach nochmal von vorne an. Das ehemalige Safe-Game wäre kompatibel gewesen, allerdings wären die ganzen Forschungen verschoben gewesen und so weiter und so fort. Deswegen, es macht mehr Sinn, einfach neu anzufangen. Wir werden uns mal ein paar Leute raussuchen mit wenig Dekor und wenig Food-Qualität. Ich hoffe, das hilft. Ein Miner ist ja schon mal gut, der isst aber viel, ist vielleicht nicht so gut. Artist, nein. 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 Das ist dann ein Jockel. Achso, er kann nicht researchen. Okay, dann ist die plus 1 auf Learning schlecht. Plus 10 ist auch ein bisschen viel. Construction. Der kann bauen, kann auch ein bisschen researchen und kann viel tragen. Okay, finde ich in Ordnung. Er kann nicht kochen und er kotzt, wenn er Stress hat. Okay. Schauen wir erstmal hier weiter. Minus 5, minus 2 finde ich okay. Immunsystem, minus 4% pro Cycle. Okay, das ist nicht schön. Da suchen wir uns auch mal einen anderen. Digging Strange, minus 5, minus 2. Ugly Cry, okay. Ja, okay, der muss halt öfter auf Toilette gehen. Immunsystem ist dafür ein bisschen hoch. Bodybuilder brauchen wir jetzt nicht unbedingt. Da können wir mal gucken, ob wir vielleicht einen Koch finden. Konstruktion, Kreativität, Immunity, uiuiui. Oder so ein, ich kann alles. Der hätte auch ein bisschen was auf Medizin. Ein reiner Runner. Minus 20, minus 2, kotzen, auch mehr Toilette, hohes Immunsystem und kochen. Ja. Okay. Gefällt mir erstmal soweit. Machen wir das so. Und. Stopp. Wunderbar. Okay, Wasser ist schon mal da. Da unten gibt es was zu essen. Da sehen wir ein bisschen Kupfer, Kupferkohle, noch mehr Sachen. Oxygen, wunderbar. Oh je. Dass das Kupfer so weit weg ist, gefällt mir ja fast gar nicht. Ist dann erstmal so, ne? Okay. Also wir könnten versuchen, hier die Betten hinzuzimmern, Treppe nach unten, Anbaufläche, Wasserbecken und später das Wasser rüberpumpen oder so. Dann müssten wir nicht so viel bauen erstmal. Hier oben wäre natürlich irgendwie schöner. Und das ist natürlich eine super Menge. Tja, gute Frage, ne? Dann müssen wir erstmal mit Graben anfangen. Buddelt euch doch mal hier durch. Fangen wir erstmal damit an und gucken weiter.
Brauchen wir nicht, brauchen wir nicht, brauchen wir nicht. So, vielen Dank fürs Zugucken. Aber wir haben jetzt schon ein geringeres Immunsystem. Okay. Stress ist auch schon da. Alles klar. Hier auch ein bisschen buddeln. Nochmal anhalten. Dann machen wir hier die Treppe, die Box kommt sowieso irgendwann weg. Sowas. Ich weiß nicht, wie groß wir den Schlafbereich machen wollen. Aber wir könnten hier, sage ich mal, die Wand überlegen für das Wasserbassin. Dann könnte man hier die zweite Treppe machen, ne? So irgendwie. Genau, hol das da mal weg. Das müsste alles weg. Das müsste alles weg. 1, 2, 3, 4 müsste eigentlich so sein. Und dann irgendwie so, ne? Dann werden wir mal... Canceln. So. Das kann alles weg. Und für jetzt sofort ist das auch nicht so wichtig. Ja. Schlafmöglichkeiten 1, 2, 3. Ihr habt jetzt schon Temperaturprobleme. What? Mal ein bisschen Gas geben. Nur so ein bisschen, ne? Also ich habe für mich persönlich festgestellt, oder ich habe das den Eindruck, dass wenn man das schneller macht, dass die Zeit schneller läuft, als die Figuren denn auch schneller laufen. Also wenn ich wirklich auf normaler Geschwindigkeit bin, mit normaler Zeit, habe ich das Gefühl, schafft man mehr, als wenn man die Zeit beschleunigt. Ob das nun so tatsächlich so ist, kann ich auch nicht genau sagen. Okay. Ja. Das alles. Der Tag ist schon fast wieder rum. Bitte macht mal das fertig. Das unten ist jetzt nicht so wichtig heute. Zyklus 1 hätte ich gerne die Betten und eine Toilette. Das sind so meine Wunschfeatures für heute. Machen wir die Toiletten in den Schlafbereich rein. Sag mal nein. Lasst uns die Toiletten da drüben reinmachen. Boden da. Boden kann auch mit höherer. So. Und so. Warum ist da jetzt so?
für Cancel und dann eine Leiter rein. Ja. Ich hoffe, das Spiel gefällt euch. So von den View-Zahlen und Daumen hoch sah das ja ganz gut aus. Könnt ihr hier nochmal runterschreiben, ob ihr davon mehr sehen wollt oder nicht. Ich habe noch so 200 andere Spiele, die ich solo spielen kann mit euch. Ja. Da lässt sich was finden. Wer einen Vorschlag hat, ja, oder jetzt nicht weiß, was ich so für Spiele habe, der kann natürlich gerne in die Steam-Gruppe reinkommen und dann über das Profil gucken, ja, was ich so an Spiele habe. Und dann könnt ihr euch was wünschen. Und dann spielen wir das entweder zusammen oder ich rede hier mit mir selbst. Ne? So wie wir das bisher auch immer gemacht haben. Also ein Schluck Kaffee. Ah, großartig. So, mach doch mal das da noch weg und gleich ist der Tag vorbei und wir haben keine Toiletten. Einen richtigen Toilettenraum machen, der dann so abgeschlossen ist? Ja, eigentlich schon. Dementsprechend hätte ich zuerst gerne das Waschbecken und dann zwei Toiletten. So. Und das auf 9, das auf 9. Ah, das andere hier hinten. Auf 8. So. Gucken, ob sie das noch hinkriegen. Na. Kommt schon. So dichter geht nicht. Ach, verdammt. Na gut, ich sag mal, Ziel trotzdem erfüllt. Zyklus 2. Power. Haben wir denn genug? Haben wir nämlich nicht. Das habe ich fast befürchtet. Das heißt, wir müssen unbedingt hier oben rein und das Kupfer rausholen. Nachdem wir da die Toiletten erstmal fertig gemacht haben. Ist das Kupfer? Das ist Kupfer. Das wollen wir haben. So. Schlaft, meine Kinder. Und da geht's auch wieder los. Du musst auf Toilette. Toilette ist nicht fertig. Das ist, ich weiß, das ist ein Problem. Oh. Wir machen mal hier wieder mittlere Geschwindigkeit. Treppe und abbauen. Das möchte ich nicht abbauen. Gucken wir mal. Ob wir das hier irgendwie hinkriegen. So. Toiletten sind fertig, alle müssen auf Toilette. Du hast kein Wasser. Ja. Das war klar. Oben hätte ich gerne wenigstens einen Platz, ne? Warte mal. Tiles. 1, 2, 3, 4. Das heißt, so müsste es sein. Wir wollen nach unten gehen können.
Wir wollen die Pumpe setzen. Ein bisschen Platz. Und wir wollen den Flaschenleerer setzen. Und das im Prinzip raus haben. Ich mache schon wieder viel zu viele Bauaufträge, ne? Naja. Ihr kennt mich, ja? Dann machen wir das so. Und so. Ja, eigentlich gut. Also dann haben wir Toiletten geschafft. Das ist schon mal gut. Dann kümmern wir uns jetzt um die Wasserversorgung. Oh, wer hat denn dahin gemacht? Mobben bitte. Das ist ja wieder eine Sauerei. Da haben wir extra eine Toilette gebaut und hat er trotzdem dahin gemacht. Gibt's ja nicht. Sollen wir uns hier hinbuddeln? Oder dahin? Wir brauchen auf jeden Fall am nächsten Tag Strom. So. Was habt ihr da so viel hin und her gemacht? Zack. Zack. Alles uninteressant da drüben. Priorisieren. Das hier. Das habt ihr großartig gemacht. Wenigstens habt ihr euch doch nicht komplett selber eingeschlossen. So, jetzt haben wir dafür auch Wasser. Dann können sie sich die Hände waschen. Großartig. Noch eine Leiter. Noch eine Leiter. Und das wollen wir auch ausheben. Früher oder später zumindest. So, das läuft. Lipotamin, ja, dann komm raus aus dem Wasser. Geht ja schon mal gut los. Sollen wir hier ein Medbett hinstellen? Ja, stellen wir es da erstmal hin. Vielleicht schon mal ein Bett für den vierten. Und dann gucken wir weiter. Muss ich da was einstellen? Wenn ihr wisst, ob wir da was einstellen müssen, explizit, dann sagt mir da mal auf jeden Fall Bescheid, bitte. So, sehr schön. Die Steine fangen an zu oxidieren. Na, mal gucken. Das habe ich tatsächlich noch nicht gesehen. Also in den anderen Spielen waren sie jetzt, ich sag mal, nicht so krank. Mal gucken. Ich glaube, das hat ja auch eine Reichweite, ne? Zumindest war vorhin hier so diese Blase. Na gut. Ich mache mal an der Stelle Pause.
Und wir sehen uns in der nächsten Episode wieder. Vergesst den Daumen hoch nicht. Vielen Dank und bis dahin. Ciao.